Ein schwerer Unfall beschäftigt die Polizei Görlitz. Ein 70-jähriger Mann ist dabei schwer verletzt worden. Der Autofahrer ist gestern Nachmittag. Die Bundespolizei ist für den Schutz der Grenzen zuständig und die Beamten haben derzeit alle Hände voll zu tun. Besonders in Ostsachsen sind internationale Schleuserbanden aktiv, die ganz gezielt illegale Einwanderer von Polen aus nach Deutschland bringen. Und diese Banden kennen keine Skrupel. Treffen sie auf die Polizei, versuchen sie zu entkommen, oft ohne Rücksicht auf Verluste. Vielen Dank, Sven Böttger in Elsterberg im Vogtland. Dankeschön. Die Stimmung ist also sehr angespannt, wie wir gehört haben. Und aktuell scheint aber kein Ende des Corona-Chaos in Sicht zu sein. Das zeigt sich eben vor allem beim Impfen. Unsere Reporterin Olinka Pilz war mit einem mobilen Impfteam unterwegs. Und es bleibt weich und samtig bei uns. Im Zoo Leipzig gibt es Nachwuchs und der kommt auf diesen tapsigen Pfoten daher. Dieses Amur-Leopardenbaby hört auf den Namen Manju. Es ist gerade mal 12 Wochen alt und entzückt jetzt Besucher und Pfleger. Nicht nur die Impfstellen, auch die Testzentren und Anlaufstellen sind inzwischen wieder stark nachgefragt. Und jetzt, wo Tests vor allem für Ungeimpfte quasi zu Eintrittskarten in vielen Bereichen bis hin zum Arbeitsplatz geworden sind. Unsere Reporterin Felicitas Hölscher hat sich die Situation in einer Leipziger Apotheke, die zertifizierte Tests anbietet, angeschaut. Felicitas Hölscher aus Leipzig, Dankeschön. Ja, ein erhöhtes Testaufkommen, also unter anderem wegen der 3G-Regelung am Arbeitsplatz, die ja seit gestern gilt und die bei vielen Fragen aufwirft. Sprechen wir also mit unserem Rechtsexperten Gilbert Hefner darüber. Ja, genesen, geimpft oder getestet muss man jetzt sein, um an seinen Arbeitsplatz zu kommen. Dürfen Arbeitgeber somit nun also doch den Impfstatus der Beschäftigten abfragen? Die Zündschnur ist also bei vielen sehr kurz, das Unverständnis groß und tausende Impfungen werden auch im sächsischen Vogtland derzeit fällig. Und wie vielerorts muss man auch hier teils Stunden darauf warten und die Kritik am Corona-Management des Freistaates wächst. Mehrere Bürgermeister haben nun ihre Forderungen schriftlich nach Dresden geschickt und mein Kollege Sven Böttger hat mit einem der Unterzeichner des Brandbriefes gesprochen, dem Bürgermeister von Elsterberg. Ja. Firmen und Arbeitnehmer geben, die sich weigern, die Regelung durchzusetzen. Welche Sanktionen drohen Firmen und auch Beschäftigten? Und ein weiterer Aspekt erhitzt derzeit die Gemüter. Der Verband der Krankenkassen fordert, dass sich Ungeimpfte an den Behandlungskosten einer Corona-Erkrankung beteiligen sollen. Ist das rechtlich durchzusetzen? Vielen Dank, Herr Hefner. Und später bei den Kollegen von MDR4 klären Sie ab 16 Uhr weitere rechtliche Fragen zur aktuellen Situation, zum Beispiel zur Möglichkeit einer Impfpflicht. Und auch Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, können dann Ihre Fragen ins Studio direkt stellen. Vielleicht kennen Sie das ja auch, dieses komische Gefühl, wenn man für eine Sache, die man eigentlich gar nicht wollte, viel zu viel bezahlt hat. Immer wieder schaffen Betrüger Situationen, in denen sie ihre Opfer überrumpeln und diese dann so bedrängen, dass sie Wucherpreise bezahlen. Und einem Pärchen in Nordsachsen sind jetzt dubiose Handwerker auf die Pelle gerückt. Bei Regen, Wind und Kälte suchen sich Freigängerkatzen oder Streuner die kuscheligsten Plätzchen, um sich aufzuwärmen. Das ist nicht ganz ungefährlich. Immer wieder kriechen Katzen unter die Motorhauben parkender Autos. Bleiben sie bei der Abfahrt unbemerkt, kann das tödlich enden. Im Zerbster Tierheim wurde eine Katze aufgenommen, die ganz viel Glück hatte. Und wir schauen jetzt auf die Kurzmeldungen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Es ist ein Mordprozess, der viel Aufsehen erregt. Nicht nur, weil es ein Bundespolizist ist, der da auf der Anklagebank sitzt, sondern auch, weil von dem mutmaßlich getöteten Opfer bislang jede Spur fehlt. Es ist also ein Mordprozess ohne Leiche am Landgericht Braunschweig. Oft beginnt es mit Beleidigungen, psychischem Druck bis hin zu Körperverletzung oder sexuellem Missbrauch. Häusliche Gewalt betrifft alle Gesellschaftsschichten und viele Frauen ziehen vor Scham und aus Angst vor dem gewalttätigen Partner die Reißleine viel zu spät. Welchen Leidensweg betroffene Frauen gehen, hat uns eine junge Frau aus Thüringen erzählt, heute am Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Und weitere Meldungen aus der Region haben wir jetzt für Sie kurz und kompakt. Während das öffentliche Leben der Ungeimpften durch die neuen Corona-Maßnahmen mit der 2G-Regelung deutlich eingeschränkt ist, können sich die Geimpften und Genesenen relativ frei bewegen. Beunruhigend ist aber, dass die Zahl der sogenannten Impfdurchbrüche in den letzten Wochen stark zugenommen hat. In den Krankenhäusern gibt es immer mehr geimpfte Corona-Patienten, aber woran liegt das? Und hier gibt es jetzt die aktuellen Kurznachrichten aus Mitteldeutschland im Überblick.
Reporterin Elisa Lucius ist ja in dieser Woche für uns auf einem Binnenschiff unterwegs. 7 Tage fährt sie als Bootsfrau mit auf der MS Seestern über Rhein und Mosel, packt überall mit an und sie erlebt, wie schwer der Job ist. Und obwohl die Binnenschifffahrt ja einen wichtigen Anteil am Güterverkehr in Deutschland hat, muss sich Kapitän Franz Schramm als selbstständiger Binnenschiffer regelrecht über Wasser halten. So, morgen sind wir dann wieder mit Elisa auf Tour. Dann geht es weiter mit unserer Serie 7 Tage als Bootsfrau. So, und wir schalten ins Nachbarstudio zu MDR um 4 mit René Kindermann und Gilbert Häfner mit wichtigen Fragen, René. Ja. Vielen Dank, René. Uns erwartet eine spannende Sendung. Dankeschön. Oh ja. So, und hier geht es jetzt weiter mit Gefragt, Gejagt. Ihnen noch einen schönen Tag und tschüss, bis morgen.